Glaub mein Schwein pfeift, so wollte ich das Video nicht starten. Da ist der Eimer und mit einem Friedlandmann First Try von hier hinten. Ich glaube, es geht einfach mal los. Oh, der ist mir noch aus der Hand gerutscht. Du kannst bezeugen. Ehrlich, ehrlich. Perfekter Wurf. Oh, von hier. Scheiße, ey. Nein, Mann. Oh nein, ey. Wunderbar, schön, dass ihr am Start seid. Ich sag euch gleich jetzt, worum es geht. Ah, scheiße, ich muss mich jetzt mal sammeln. Das war zu viel für mich. Keine Kamera an. Ah, nein, ey. Schon mal für euch zur Vorwarnung hier. Wir sind bei Tasty und ich muss eine ganz genaue Information gleich noch abholen. Das ist der Ex-CEO von KFC. Also wirklich... Multi, sein Urgroßvater. Also nicht hier CEO beim kleinen Kaufhaus um die Ecke, sondern das ist ein... Und der hat eine Dönerkette eröffnet. Jetzt, glaube ich, mit 4 Filialen erstmal. Soll aber richtig, richtig durchstarten. Und ich bin außer Atem von meiner Aktion eben. Die hat mich fertig gemacht, Mann, dass ich das Ding da echt getroffen habe. Und die haben auch sowas, weiß ich, wie den Big Mac Döner und so. Also richtig, die wollen alles zerfetzen. Ja, und wir gucken uns das jetzt erstmal an. Wir werden die erstmal jetzt begrüßen da. Ich wusste, dass die so ein Special-Konzept haben, aber das hätte ich nicht erwartet. 3 verschiedene Spieße und der eine sieht mir aus gefühlt, als wäre nur Gemüse da drin. Also das ist echt gar nicht schön wild. Warte, ich mache mal erstmal von draußen auch nochmal eine Aufnahme hier. Da ist jetzt hier gerade Andi von Monchef. Grüß dich. Hier geidert los. Guck mal hier an. Grüß dich, mein Lieber. Hi, grüß dich. Hi, hallo. Alles gut? Ja, 100%. Ja, das freut mich. 3 Spieße habt ihr, aber ich habe gar nicht geguckt. Es sieht ja richtig verdammt special aus. Ach, total. 100%. Ja? Wir haben einen Kalbspieß, der ist ohne jegliche Zusatzstoffe, wirklich nur ganz natürlich. Mhm. Echtes Scheibenfleisch, 100%. Mhm. Dann haben wir einen Chicken-Spieß. Da ist eine ganz spezielle Marinade. Spezielle Marinade. 100%. Das ist unsere eigene, haben wir selber entwickelt. Ja. Und dann haben wir einen veganen Spieß. Gemüsebasis, Kichererbsen drin, auch da nichts Schlechtes drin. Auch keine Zusatzstoffe drin. Auch nichts Schlechtes mit Zusatzstoffen. Oh, Wild. Oder irgendwelche Glutensachen oder sonstiges. Ne? Das ist pure Gemüse mit Kichererbsen dabei. Muss ich fast ja beinahe 3 Runden machen. Aber ihr habt ja auch noch so andere Special-Kreationen, da werden wir gleich zurückkommen. Ja. Aber zu dir als Person nochmal, du warst CEO bei KFC, war das nicht so? Ja, absolut. Bevor ich das hier gemacht habe, war ich 5 Jahre KFC-Geschäftsführer für Deutschland, Österreich, Schweiz und Dänemark. Nein, für alles auf einmal. Für alles auf einmal. Aber jetzt machen wir richtig was Geiles hier mit Tasty. Geil. Was würdest du sagen, hast du über die Zeit beiseite gepackt? Zu wenig. Zu wenig. Okay. Oh, cool, Mann. Also, ich würde es am besten so jetzt ganz kurz vom Ablauf machen. Ich gucke hier noch ein bisschen rum, studiere auch mal die Karte und dann stelle ich dir einfach noch ein paar weitere Fragen. Ja? Alles klar, machen wir's. Geil, danke dir schon mal. Danke, danke. Hallöchen. Hallo. Hier, will ich die Mitarbeiter nicht so nerven. Das ist ein guter Mann hier. Das ist ein bester Mann im Laden, glaube ich. Hallöchen. Hallo. Ihr guckt alle so, als hättet ihr gar keinen Bock auf mich. Kann das sein? Aus Friesland? Ja, komm mal wieder in. ich kann kein Plattdeutsch. Ich auch nicht. Oh, das ist die Gemüsekreation. Also das wird unter Umständen wird das der erste vegane Spieß, der mir schmeckt. Hier oben auch. Oha. Wir machen hier schon unsere ganzen Teigwaren, wenn ihr hier im Haus selber. Ach, macht ihr auch selber. Soll ich dir was erzählen? Ich hätte drauf gewettet, weil eben als ich hier da vorne stand, kam mir auf einmal dieser Brotgeruch im Kopf. Und das ist eigentlich voll gemein. Ich habe mal bei Lidl, war ich sowas wie Regionalleiter, also in Form von Auszubildender, der nichts zu sagen hat. Ja. Aber da habe ich auch gelernt, wie so die Mechanismen sind. Die machen echt diese Backwaren mit Absicht auch in den Laden, damit dieser Geruch kommt und die Leute halt kaufwillig dazu werden. Guter Geruch ist immer wichtig. Brotgeruch und schön dünn. Ja, ne? Okay, geil. Also das macht ihr alles auch selber, ne? Ja, wir backen auf jeden Fall die ganzen Brote. Wir backen wir selber, wir backen die Panini-Brote, backen wir selber und für das Dürren backen wir das auch selber. Boah, und sie macht das so wie Mama zu Hause, auch die Optik, das kommt genau. Bist du Mama auch zu Hause? Ja. Ja, ich wusste das, ich sehe das von ihr. Ah, hier kommt frisch das Brot auch raus, ja? Oha, das sieht wild aus. Denkst du, das wird richtig kommen jetzt in Deutschland? Denkst du, ihr werdet übernehmen? Ach, total. Ja? Ja, 100%. Mit aller Erfahrung, die ich da gesammelt habe bei Restaurants. Wir haben ein super Konzept, das kommt cool an. Total unterschiedliche Produktvielfalt da drin, also für jeden etwas. Unterschiedliche Tageszeiten, wo man was kommen kann. Cocktails, Mocktails dabei. Ja. Das ist ein richtig gutes Konzept. Hier, Dönertag sehe ich gerade, guck mal, 4,99. Ordentliche Auswahl hier. Das erinnert ein bisschen hier an Subway. Wir haben über 40 verschiedene Zutaten, 15 verschiedene Soßen. Da kann man gefühlt 1 Million verschiedene Döner essen. Mindestens. Wahrscheinlich, ne? Wenn ich jetzt rechnen müsste, 18 Millionen. Ungefähr. Da würde ich dich jetzt fesseln am liebsten. Der Laden ist echt Bombe. Kann man auch sitzen.
Also das sind dann noch mal unser anderer Mann der Stunde. Dennis, grüß dich. Guten. Ja, guten. Ihr habt jetzt hier, auch noch, ich habe schon vorhin so ein bisschen gespoilert, so ein Big Mac Döner. Genau, richtig. Welcher ist das von denen? Das ist der Tasty One. Safe für euch schon mal, es kommt der Big Mac Döner, der Tasty kommt. Also eigentlich muss ich ja auch Hähnchen und Vegan, muss ich eigentlich auch probieren. Wir beginnen einfach, damit wir irgendwie anfangen, wir beginnen mit eurem Classic Döner einfach, damit ich mir ein Bild machen kann. Ja. Und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Wir versuchen einfach, so viel es geht. Das Brot habt ihr jetzt gerade aus dem Ofen geholt? Ja, das Brot ist gerade frisch aus dem Ofen. Ja, okay, stark, stark. Und das ist einfach nach eurem Hausrezept auch wieder. Genau. Oh, wie eine Wolke, da kann man ja fast, da ist ja beinahe nur Luft drin jetzt gefühlt, ja, genau. Ne? Okay, und hier kommt jetzt 150 Gramm Fleisch, exakt, ja? Wiegt ihr das denn? Das wiegt ihr, ja? Ich sag euch eins, der Geruch ist schon mal ganz anders jetzt. Also man riecht, dass das kein Standardfleisch ist. Es riecht wirklich nach Fleisch und nicht nach dem, was es oft tut. Nach halt diesen, oh, wie soll ich sagen, ihr wisst, was ich meine. 150 exakt, ja. Da kommt dann doch mehr, als man denkt. Passt mir auf. Bin gespannt. Brot habe ich immer Angst am Anfang. Da hatte ich eben, wo ich es angefasst habe, auch ein bisschen Angst, dass es zu kompakt ist, zu massiv, zu hart. Erster Biss kurz beschrieben. Du spürst das, was sie machen. Sie machen oben noch Gewürze drüber. Wenn du dich reinfühlst in den Geschmack beim Biss, merkst du diese wirklich ganz fein vom Bissgefühl. Du hast da was im Mund und da ist halt das Gewürz drauf. Das schmeckst du förmlich. Diesen Geschmackskick oben nochmal auf den Zutaten drauf. Du hast einen Hauch von Oldschool drauf. Du hast einen Hauch von Oldschool. Wenn ich die Augen schließe und in einen Döner beiße, von vor 10 Jahren, wo würde ich mal sagen, die Quali noch deutlich besser war, habe ich einen Hauch von Oldschool im Geschmack. Einen deutlichen Hauch. Ich weiß nicht, ob es Einbildung ist, weil man weiß, der Kollege kommt von KFC. Aber du hast dieses Feeling von der Knoblauchsoße. Hat so ein bisschen dieses, ich möchte jetzt nicht sagen Burgersoßen-Feeling. Du spürst irgendwie diesen Fast-Food-Vibe. Es ist nicht mehr dieser Tzatziki-Vibe, dieses reine Knoblauchsoße, wo man manchmal in den Laden geht und denkt, okay, die habe ich schon 80 Mal gegessen. Gar nicht mal im Negativen, weil manchmal ist genau die Soße die man will. Aber es hat wirklich diesen Fast-Food-Charakter. Könnte auch auf dem Burger drauf sein zum Beispiel. Du schmeckst den Schwarzkümmel, die Körner, den Sesam, was ich liebe. Manchmal ist das auch drauf, du schmeckst es einfach nicht. Frisches Brot aus dem Ofen, das ist natürlich auch immer ein geiles Feeling. Und dickes Ding. Es ist ein dicker Oschi. Ich muss sagen, das Dönerbrot ist relativ klein. Dafür ballern die aber rein. Du hast das Gefühl wirklich vom richtig saftig vollen Döner. Sehr fleischiger, geiler Biss, den ich selten hatte beim Döner. Du hast das Fleisch, du hast den Oldschool-Vibe, du hast Würze. Nicht das, wo manche Angst vorhaben, gerade bei so einem Selfmade-Döner. Dass dir Wumms fehlt, dass die Intensität fehlt, weil du eben nicht die ganzen Geschmacksverstärker drin hast. Das ist hier gar nicht so. Du hast einen geilen Fleischgeschmack, aber auch diese Würze drin, die aber eher unterstützend wirkt. Nicht ablenkend. Wir machen jetzt aus einem minderwertigen Fleisch irgendwas, was intensiv schmeckt, aber letztlich nicht mehr nach dem, was ist Fleisch. Du hast das Fleisch, unterstützende Gewürze, intensive Gewürze, geiler Fleischbiss. Und das ist irgendwie, boah, das sage ich gleich, Leute. Ich würde auch eine Sache sagen, den Rest hört ihr zum Schluss bei Bewertung. Aber es ist einerseits eine geile Taktik. Du hast genauso viel Fleisch wie bei anderen Dönerläden, vielleicht sogar noch mehr. Das Brot ist kleiner, okay, man hat weniger Brot, weniger Salat. Unter Umständen, weiß ich gar nicht, ich habe es nicht gewogen. Aber dafür hast du diesen dicken Biss und dir fehlt das Fleisch nicht. Du hast wirklich einen intensiven, fleischigen Biss und ich kann euch genau diese Kombi hier ans Herz legen, wie es will. Ich habe nur eine Kombi getestet, vielleicht sind andere Kombis noch geiler. Aber es ist so geil mit dem ganzen Fleisch hier drin. Königsbiss-Analyse. Königsbiss sieht man, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Unten kommt das Fleisch nicht rein, unten ist nur Salat. Deshalb reine Königsbiss-Analysebewertung wäre jetzt immer noch stark. Aber wenn wir auf ganz hohem Niveau gehen, würde es hier einen kleinen Punkt abzugeben. Wir sind durch bei Runde 1. Ich habe eigentlich zu den Jungs gesagt, ich gebe kein Feedback erst im Video, weil das sage ich immer, weil wenn Scheiße ausläuft, habe ich keinen Bock, denen das zu sagen. Aber ich sage euch, die Runde war heftig. Die Runde war heftig. Komplett ins Detail werde ich wahrscheinlich dann erst im Video gehen, aber war geisteskrank gut, wirklich. Also ganz stark. Also da habt ihr ganze Arbeit geleistet. Was, danke dir. Was das Beste an allem war, dass ich gesagt habe, das Fleisch, geil, Mann. Das habt ihr konzipiert. Das war schon wirklich, also Oldschool-Feeling, Fleischgeschmack trotzdem noch Ding. Ja.
Intensität, ja. Also vom Fleisch, da habt ihr mich komplett weggeballert. Deswegen machen wir es. Ja, ja. Das freut mich so sehr. Echt stark. Wir haben so lange dran entwickelt. Also wirklich, und ich erzähle euch keinen Scheiß. Also ich würde so sagen, wir machen jetzt Runde 2. Ich werde nicht alles testen können. Wir machen eventuell sogar noch eine zweite Runde hier. Dann vielleicht auch im Zweitkanal machen wir dann nochmal Runde 2 und probieren die Special-Sachen. Aber ich muss jetzt das nehmen, was ich safe testen wollte, und ich nehme jetzt den Big Mac-Döner. Sag ich aber auch schon vorher, Big Mac-Döner kann echt schwer werden, weil es ist nicht die Rubrik, die ich so hart abfeiere mit Käse drin oder so. Ja. Müsst ihr wissen. Ich kann auch was anderes nehmen. Ne? Aber ihr könnt es riskieren, ihr könnt es nicht. Probieren wir es. Probieren, studieren. Okay, alles klar. So, für euch jetzt noch. Ich habe hier jetzt nochmal den guten Dennis. Ich habe ihn gefragt, ob er nochmal was zum Konzept erzählen kann, weil ich das sehr interessant fand. Magst du nochmal ein, zwei Worte verlieren? Also, ich selber leidenschaftlicher Döneresser. Ich saß vor 16 Jahren bei meinem Lieblingsdönerladen und dachte mir so, warum ist das so schwer, einen guten Dönerladen zu finden? Ne? Also, Stadt gewechselt und die meisten Döner sind kacke. Das kennst du selber. Die meisten sind einfach nicht gut. Und ich konnte es nicht begreifen, dass es keine große Kette gibt für sowas, dass es so schwer ist, einen guten halt zu finden. Ne? Und so ist die Idee jetzt über die Jahre halt gereift. Und ja, jetzt, wo ich die finanziellen Möglichkeiten hatte, habe ich mir dann hier den Traum verwirklicht und habe halt versucht, es so geil zu machen, wie es halt geht. Als leidenschaftlicher Dönerliebhaber ging es nicht ums Geld, sondern ich wollte das so lecker, so geil, so ausgefallen wie möglich machen. Und cool. So ist das Ding halt nicht so schnell. Das finde ich heftig. Die Leute, stellt euch das vor, auch ihr da draußen, viele in Städten sind geplagt, weil sie keinen guten Döner finden. Und dann stellt euch vor, ihr habt die Möglichkeit, das umzusetzen, genau das, was wir wollen, das auch noch Leuten anzubieten, das ist heftig. Also für euch auch nur nochmal, das sind hier nicht irgendwelche Fertigprodukte, die einkaufen. Wollt ihr nicht mal gerade auf Kamera sagen, sage ich von mir aus, die haben Sternekoch, die haben die angelernt und haben mit denen alles entwickelt und selber entworfen. Und das ist das, was man jetzt hier isst. So. Das ist krass. Gut gemacht, ja. Was hier auch Konzept ist und was du halt machen kannst, ist nicht dieser klassische Dönerladen, wo du einfach nur Döner isst, sondern du kannst dich auch auf so einen alkoholfreien oder auch alkoholischen Cocktail, beides, kannst du dich treffen oder auch eben geile Eistee. Es ist halt so ein Sit-In kombiniert irgendwie auch mit irgendeinem modernen jungen Restaurant, halt mit geilen Getränken so. Das ist halt die Kombi. So, da haben wir Brody Brodus. Gramm kommen da jetzt drauf. Genau, da kommt ein bisschen. Wild. Vielen Dank. Dann bis gleich. Ne? Korrekt. Ich habe die Flüssigkäsesoße oben weggelassen. Wenn ihr den ganz originalen Taste von dem Burger haben wollt, müsst ihr das nehmen. Aber ich bin kein Fan von Flüssigkäse oben drauf. Buttermilch, eingelegte Röstzwiebeln. Käse drin, Fleisch drin, sowas wie eine Big Mac Soße. Ganz wildes, anderes Feeling. Gurken sind sehr präsent, sehr im Vordergrund. Im ersten Moment habt ihr halt direkt, also sag ich mal so dieses Döner-Feeling von dem cleanen Döner, wie man ihn kennt. Fleisch, Salat, Brot, der geht alleine schon im ersten Biss durch die, ohne das ist das negativ zu sagen, ne? Durch die Zwiebeln weg, weil ihr habt ganz prägnant diesen frittierten Charakter. Dann kommen die Gurken, bam, sehr präsent. Und wohlgemerkt, nicht zu vergessen, die prägnante Burgersoße. Ganz klar eine Burgersoße, keine Dönersoße, das schmeckst du. Also vom Käse merke ich erstmal noch nichts. Ich denke, um dieses Käse-Feeling zu haben, musst du natürlich die Flüssigsoße noch oben drauf. Nur von dem Scheibenkäse schmecke ich gar nichts. Also der geht unter. Man merkt halt auch, dass sie das getoastet haben. Das Brot, das tut dem Brot nicht gut. Also vorher, wo es nur aus dem Ofen kam, war es besser. Absolut tragbar noch. In dem Fall finde ich es schade ums Fleisch, weil das Fleisch End-Level Deluxe ist. Und es geht viel flöten dadurch. Andersherum ist es eine sehr interessante Kombi. Auf jeden Fall ein Testwert. Spontan. Da werde ich euch nicht auf die Folter spannen. 7 von 10 Punkten für mich. Ist wirklich vernünftig, aber nicht mehr ganz rund dadurch, dass das Brot an seiner Beschaffenheit verliert. Denn im Toaster, wie gesagt, immer noch gut. Auch mit den Zwiebeln konnte ich mich nicht 100% anfreunden. Das Gurkenfeeling war gut. Burgerfeeling durch die Soße war gut. 7 von 10. Für mich. Wir gehen in die nächste Runde. Veganen Döner, auch sehr interessant. Der muss noch. Also wir werden in die vegane Runde jetzt gehen. Was steckt da jetzt hinter dem veganen Spieß? Also der vegane ist eine eigene Entwicklung. Ich kenne halt diese veganen Spieße, die aus, komplett aus Seitan und Gluten sind, so gesund halt. Ne? Ja. Ich wollte etwas Geiles, optisch fürs Auge und etwas Leckeres machen. Und da ist halt über 90% Gemüse drin, aufeinander geschichtet und geil. Ja, es sieht nicht nur geil aus, sondern es schmeckt doch gut. Ne? Okay, cool. Und wie bindet das Ganze? Wie habt ihr das denn gekriegt? Also die Details, da habe ich unseren Chefkoch dafür. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Okay, kein Problem. Aber wir werden den Test. Der sieht auf jeden Fall sehr special aus. So, also jetzt veganer Döner und Chili Cheese Fries nehmen wir auch noch dazu als Runde 3 für euch jetzt.
Ihr habt hier wirklich für jeden Ablauf einen Mann. Also da merkt man auch, wie wahrscheinlich bei KFC alles abgestimmt, jeder Ablauf standardisiert. Perfekt, super. Danke Dennis. Danke ich dem direkt. Vielen Dank. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also von allen veganen Spießen, die ich bisher gegessen habe in meinem Leben, war ich nicht sonderlich begeistert. Sehr soßiger, intensiver, würziger erster Bissen. Dass das besonders reingekickt hat, ich kann es nur vermuten, war der Spieß. Ich habe wirklich gemerkt, Soße, Soße, boom. Gewohnt irgendwo, auch wenn die Soßen nicht welche waren, die man kennt, sondern ja, es waren halt Soßen. Dann kam so ein neuer, einzigartiger, würziger Geschmack rein. Das wird der Spieß gewesen sein. Das in der Kombi war schon sehr wild. Petersilie für die Frische. Also erster Eindruck, starke Nummer wieder. Sehr starke Nummer. Sehr würzig, intensiv. Also Spieß wirklich überraschend stark. Wird auch wieder Ping-Pong im Mund gespielt. Hatte ich die Aubergine auf einmal präsent im Mund. Dann geht es ins Tomatige, so ein bisschen in die Richtung wie getrocknete Tomaten, so in dieses tiefe Kernige rein. Wo wenn du sie jetzt pur essen würdest, ist es zu intensiv wäre, aber natürlich in so einem Mixprodukt vermische ich das mit allem. Perfekte Intensität. Petersilie kommt rein. Wirklich gelungen. Also wirklich das Ding, für ein veganes Ding, überrascht es mich sehr. Ich habe erst so zwei, drei vegane Spieße tatsächlich gegessen in meinem Leben. Der hier ist deutlich der beste. Und nicht nur das, der ist wirklich gut. Also wirklich an alle Veganer, glaubt mir, ihr werdet mich lieben für diesen Tipp. Der ist wirklich zu empfehlen. Aber maximal. Unten wird es wieder soßig. Oh. Das ist mit Fleisch, das ist mit frittierten Zwiebeln. Hätte im Big Mac Döner, hätte ich die Soße mit reinnehmen sollen. Die sind fresh hier. Schmecken überhaupt nicht nach diesem Standard-Fertigsoße. Gut, Leute. Zur Gesamtbewertung. Bewertung vom Veganen. Ich habe keinen direkten Vergleich, muss man auch ehrlich sein. Keinen großen Vergleichswert. Ich gebe 9 von 10 Punkten. Der war geisteskrank gut. Wirklich brutal gut. Wirklich diese Kombi von den ganzen Gemüsesorten. Geil. Big Mac Döner habt ihr gesehen. Gab eine 7 von 10 von mir. Zur Bewertung vom Classic. Der Classic, Leute, zusammengefasst im Nicht-Selfmade-Döner-Ranking. Und das ist ja nun mal erst bestellt. Das kann man drehen oder wenden, wie man will, auch wenn man ihn selber entwickelt hat. Was erst bestellt wurde, produziert, ist es mit Abstand das beste Fleisch im ganzen Ranking hier, was ich gegessen habe. Hundertprozentig. Ihr könnt euch das so vorstellen. Das Fleisch geht richtig so in die süßliche Richtung, in so eine karamellisierte Note. Und das ist von der Geschmacksintensität einfach krank. Leichter Verbesserungsbedarf im Brot, Königsbiss leichter Verbesserungsbedarf. Soßen kann man nicht mal unbedingt sagen, Verbesserung war schon stark. Genau, das ist, glaube ich, das, was ich auf dem Zettel hatte. Kriegt eine 9,4 von mir, eine 9,4. Wirklich, und das als Kette, Leute, ist geisteskrank. Ich kann euch eins sagen, wenn an den Punkten leicht gedreht wurde, dann ist Feierabend. Ist wirklich Feierabend. Also das Ding ist, wow. Ich bin jetzt am Stissel, ich bin fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich war wieder am Start und habe neue News, die neuesten, aktuellsten Sachen auf dem Foodmarkt für euch am Start. Ich hoffe, euch hat das gefallen, mein Engagement in der Food-Szene. Ja, und dann sage ich an euch, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen oben knallen, gerne einen Kommentar auf das Video und dann sage ich bis zum nächsten Mal.